Ja, also um die GPS-Daten mit Sondmonitor empfangen zu können, braucht man so sogenannte Almanach-Daten, weil das GPS-Signal nicht vollständig ist und es muss mit diesen Almanach-Daten ergänzt werden. Und diese URL muss man dazu aufrufen. Dann muss man die aktuellste Datei, das ist in diesem Fall diese hier, muss man rechts an mit der rechten Maustaste anklicken und dann Link speichern unter und dann in das Verzeichnis von Sondmonitor und dann in ein Unterverzeichnis. Ich muss selber erstmal hier alles sichten. So, das ist ja COAA, Sondmonitor. So, und da muss man in Logfiles, in den Unterordner Logfiles, da muss man diese Datei speichern. Anschließend geht man auf Tools in Sondmonitor und auf GPS-ARM. Und dann muss man hier diese Datei, die man zuletzt also runtergeladen hat, muss man gerade das Datum einblenden, damit ich die richtige nehme, 28.06. Also diese hier, die haben wir ja gerade runtergeladen, die muss man anklicken und dann auf Öffnen klicken. Dann nochmal aufrufen. Und jetzt stehen hier Orte drin. Und das sind befremdlich klingende Orte. Da muss man halt einen nehmen, der irgendwie in Deutschland ist. Und da ist hier nur Essen-Mülheim. Dann Apply. Dann haben sich hier die Koordinaten und alles geändert. Dann OK. Ja gut, jetzt will er das halt nochmal. Gibt man ihm das halt nochmal so. Jedenfalls ist es bei mir so. Ich weiß nicht, ob das normal ist. So, und jetzt haben wir nicht nur die Sonde und die Daten, also die Sonde ist gerade losgeflogen, ist jetzt also 5000 Meter hoch. Da ist es aber schon minus 14 Grad. Und jetzt haben wir auch endlich GPS-Daten. Zum einen funktioniert jetzt der Sondenfinder. Mit der Windrose. Ich lese gerade die Zahlen und versuche die zu verstehen. Also Ida Oberstein ist tatsächlich westlich von hier, das ist also schon mal richtig. So, jetzt klicke ich hier mal auf Google Maps, das ist der Unterpunkt von Options. Dann bin ich in Google Maps. Ja, ist richtig. Also hier ist Ida Oberstein. Und da, wo der grüne Pfeil ist, da ist jetzt die Sonde. Die ist natürlich durch den Wind, ist die jetzt schon abgetrieben. Das Signal kommt jetzt wunderbar rein. Perfekt. Die Antenne ist da draußen. Das ist eine ganz normale Breitband-Scanner-Antenne, aber mit Antennenverstärker. Den gibt es bei T-Com, das ist ein Moonraker M100, kostet um die 60 Euro. Aber der ist wirklich sehr gut. Hier kann man es auch nochmal hören. Es ist so ein Pumpgeräusch.
Die Sonne fliegt ja, also ist ja Nordwind, also die fliegt also Richtung Süden, Richtung Ramstein Airbase. Und sie hat jetzt eine Höhe von fast 8000 Metern, minus 29 Grad, 54% Luftfeuchtigkeit, steigen 3,9 Meter pro Sekunde. Ungefähr so 14, 15 Stundenkilometer geht es aufwärts. GPS-Daten. Also das ist ja jetzt von mir aus gesehen, der Sondenfinder. Ne? Ich habe ja meine Koordinaten, wo ich jetzt bin, eingegeben und von mir aus müsste ich jetzt nach Westen gehen. Das stimmt auch.